Deutschlands einzige Motorradfabrik steht in Berlin-Spandau. BMW stellt hier seit 1969 Motorräder in Großserien her. Das Werk hier in Berlin hat eine Größe von ca. 30 Fußballfeldern. Im Werk wird auch das Zweirad-Flaggschiff des Herstellers gebaut. Die S1000RR, Spitzname Doppel-R. Das 199 PS starke Superbike besteht aus mehr als 4500 Einzelteilen. 2 Stunden dauert es, dann ist es komplett montiert. Das ist wirklich Champions League, was wir hier machen. Gerade der Hochleistungsmotor, der Doppel-R, hat es in sich. Seine Einzelteile werden bis auf den tausendstel Millimeter genau gearbeitet. Hochleistungspräzision, sage ich mal, à la Formel 1. Die Produktion läuft wie ein Uhrwerk. Jeder Arbeitsschritt ist auf die Sekunde genau getaktet. Menschen und Roboter fertigen in enger Zusammenarbeit pro Jahr bis zu 10.000 Superbikes. Dazu kommen noch weitere Motorräder und Roller made in Germany. 2.000 Mitarbeiter fertigen hier jeden Tag bis zu 800 Motorräder und Scooter. Das heißt, alle 65 Sekunden verlässt ein Motorrad oder Scooter das Band. Zentrum der Superbike-Produktion ist die U-förmige Montagestrecke. Hier fahren 62 dieser vollautomatischen Wagen im Kreis. Wie am Fließband, nur viel intelligenter und individueller. Das Transportsystem ist Hightech. Im Hallenboden sind Induktionsschleifen verlegt. Sie zeigen dem fahrerlosen Wagen, wo es lang geht. Auf seinem Weg speichert das System jeden Arbeitsschritt, jedes verbaute Teil. An den führerlosen Transportfahrzeugen sieht man, dass der Mitarbeiter auch ganz individuell die Fahrzeuge in der Höhe verfahren kann, sich das Fahrzeug drehen kann oder zum Beispiel auch den Vorarbeiter rufen kann. Auf solch einem Wagen entsteht innerhalb von 2 Stunden dieses komplette Superbike. Das Herzstück der Doppel-R ist der Motor. Um ihn herum werden später sämtliche Teile montiert. Mit seinen 999 Kubikzentimeter Hubraum und den 199 PS beschleunigt er die Maschine auf 299 Stundenkilometer. In Berlin wird der Reihen-Vierzylinder komplett im Werk zusammengebaut. 120 Minuten benötigt das Montageteam, um einen Motor fertigzustellen. Als erstes prüft der Monteur das Pleuel und verbindet es über einen Bolzen mit dem Kolben. 4 Stück baut er in das Kurbelgehäuse ein. Alles muss ganz exakt passen. Der Kolben geht 238 Mal in der Sekunde hoch und runter bei diesem Motorrad. Und Sie können sich vorstellen, dass das Kurbelgehäuse, wo so ein Kolben drin läuft, extrem präzise gefertigt werden muss. Also die Rundheitstoleranz liegt bei einem Zehntel eines menschlichen Haars, damit man nur mal eine Vorstellung bekommt, was sowas bedeutet. Der letzte Kolben wird in den Zylinder eingesetzt. Das Quartett ist jetzt vollständig. Um die Kurbelwelle einbauen zu können, wird der Block gedreht. Der Mechaniker kann die Kurbelwelle nur in einer ganz bestimmten Position ins Gehäuse bringen. Die weißen Stäbe helfen ihm, die Welle genau in die 4 Pleuelköpfe einzufädeln. Danach werden die Pleueldeckel fest verschraubt. Nun setzt er das 6-Gang-Getriebe mit dem Antriebsritzel ein. Im Kurbelgehäuse ist nur wenig Platz. Alles ist extrem kompakt. Obwohl er diesen Arbeitsschritt schon tausende Male gemacht hat, muss sich der Mitarbeiter dabei extrem konzentrieren. Der Motorblock fährt eine Position weiter. Die 2. Gehäusehälfte ist mit einem Dichtmittel versehen und verschließt das Getriebe. Die 23 Schrauben zieht ein Industrieroboter in einer genau vorgegebenen Reihenfolge mit einem bestimmten Drehmoment an. Das Gehäuse wird später komplett mit Öl geflutet. Es muss hundertprozentig dicht sein. An der nächsten Station wird der Zylinderkopf aufgesetzt.
Er trägt die Ventile, Nockenwellen und die Zündkerzen. Der Zylinderkopf ist das aufwendigste und somit auch das teuerste Teil des Motorblocks. Die automatische Schraubersteuerung gibt dem Mitarbeiter die Reihenfolge zum Verschrauben der 10 Bolzen vor. Das richtige Drehmoment ist auch hier programmiert. Alles wird in einem Protokoll gespeichert. Die Steuerkette wird eingehängt, die Nockenwellen eingelegt und angedrückt. Bis zu 140 dieser Motoren entstehen hier pro Tag. Jeder Arbeitsschritt ist sekundengenau getaktet. Zum Schluss wird der Zylinderkopf mit einem abgedichteten Deckel geschlossen. Um Zeit zu sparen, werden viele Aufgaben in der Motorradfabrik von Automaten übernommen. Diese Maschine trägt auf den Rand des Lichtmaschinengehäuses ein synthetisches Dichtmittel auf. So präzise, sauber und schnell könnte ein Mensch diesen Arbeitsschritt nicht ausführen. Der superleichte Magnesiumdeckel wird an der nächsten Station mit dem Block verschraubt. Alle Handgriffe im und am Motor werden in der zentralen Datenbank gespeichert. Jetzt wird die Kupplung eingebaut. Einer der letzten Arbeitsschritte beim Zusammenbau des Vierzylinders. Ist der Motor komplett montiert und abgedichtet, kommt er in den Teststand. Jede Antriebseinheit, die das Werk verlässt, muss diesen sogenannten Kalttest bestehen. Der Mitarbeiter schließt 8 Leitungen an den Motor an. Sie messen gleich die Luftmengen in den Zylindern. Die Kabinentür wird geschlossen. Vorher kann der Test nicht starten. Elektrisch wird der Motor auf 2000 Umdrehungen pro Minute gebracht. In seinem Inneren bewegen sich jetzt alle Komponenten wie beim Verbrennungsprozess. Die gelben Leitungen messen die Luft, die in den Motor eingesaugt und wieder ausgestoßen wird. So wird das Ansaugen von Benzin und das Ausstoßen von Abgasen simuliert. Dieser Motor ist dicht und funktioniert einwandfrei. Kalttest bestanden. Nach 2 Stunden ist die Montage abgeschlossen. Mit Sicherheitskappen werden alle Öffnungen verschlossen. Sie sollen den empfindlichen Motor vor Verunreinigungen schützen. An die Seiten kommen 2 Bolzen, um den 58 Kilo schweren Block mit dem Kran anzuheben. Der Reihen-Vierzylinder geht jetzt auf eine lange Reise. Dafür wird er an einen Haken gehängt. Der Fahrstuhl ist der Zugang zu einem riesigen Transportsystem unter der Hallendecke. Jeder Motor, der in Berlin gebaut wird, landet erstmal auf dem Dachboden. Hier oben gibt es ein komplexes Oberschienennetz. Vollautomatisch fährt der Superbike-Motor durch das Labyrinth zu seiner Warteposition. So lange, bis der Marschbefehl kommt. Im Lager hängen mehr als 600 Motoren verschiedener Kraftradtypen und warten darauf, in einer der Montagelinien des Werkes verbaut zu werden. Dieser Motorblock ist auf dem Weg zu seinem Ziel, das Doppel-R-Montageband. Mit dem Kettenzug geht es zurück in die Produktionshalle. Dies ist die Geburtsstunde eines Superbikes. 34 Montagestationen und 2 Stunden später wird das Motorrad fertig sein. Station 1. Hier wird der Motor mit der Auspuffanlage verbunden. Das automatische Transportsystem schickt einen Wagen los. Der Motorblock wird aufgesetzt und verankert. Die Basis steht. Als nächstes kommt der Rahmen. Er besteht aus Aluminium und wiegt deshalb nur 11 Kilogramm. Dieses Leichtgewicht ist zugleich das tragende Gerüst des Motorrades. Um die hohen Kräfte bei fast 300 km/h kompensieren zu können, wird er extrem genau gefertigt.
In der werkseigenen Schweißerei spannt ein Mitarbeiter die vier Aluminiumgussteile, aus denen der Rahmen besteht, auf den Schweißtisch. Mit einer Drehung wird der Rohling den beiden Schweißrobotern serviert. Die Roboter fahren millimetergenau die Stoßkanten ab. Der 2000 Grad heiße Lichtbogen schmilzt den Schweißdraht und füllt die Lücke zwischen den Bauteilen aus. Jede Naht wird zweimal geschweißt. Ja, hier sehen wir natürlich eine wunderschöne optische Naht, ja, was fürs Auge. Unten drunter sitzt nochmal die Hauptnaht, die Wurzelnaht, die wirklich dafür gerade steht, dass der Rahmen auch hält. Die Roboter können 40 Superbike-Rahmen am Tag schweißen. Trotz ihrer hohen Präzision sind die Maschinen aber nicht unfehlbar. Die Hauptarbeit liegt beim Roboter, aber die Qualität, da der Roboter mal das Gleiche macht, wird nochmal vom Menschen überprüft, gegebenenfalls nachgearbeitet. Und die Endkontrolle liegt immer beim Menschen. Die Roboter sind zwar äußerst exakt und schnell, sie können aber aufgrund ihrer Bauart und Größe nicht jeden Winkel der Konstruktion erreichen. Diese Stellen werden dann von erfahrenen Handschweißern nachgearbeitet. Nach der Pulverbeschichtung bekommt der Rahmen Seriennummer und Typenschild. Danach wandert das schwarze Aluminiumskelett weiter in die Vormontage. Hier werden diverse Leitungen und auch der Kabelbaum installiert. Die Arbeiter dürfen keine Zeit verlieren. Das Montageband braucht ständig Nachschub. Auch der Transportwagen mit dem Doppel-R-Motor wartet schon auf die Hochzeit. Rahmen und Motor wird hier verheiratet. Deswegen den typischen Namen Hochzeit. Langsam senkt sich der Aluminiumbrückenrahmen auf den Motorblock herab. Die ersten Befestigungsschrauben werden eingedreht. Das Hochzeitspaar fährt nun in die Montagelinie ein. Der Wagen bleibt ständig in Bewegung. Die Mitarbeiter führen viele Arbeitsschritte im Gehen aus. Alle Schrauben, die an dieser Station angezogen werden, müssen hohe Sicherheitsstandards erfüllen. Also hier haben wir ganz klar eine sicherheitsrelevante Verschraubung. Diese Verschraubung wird elektronisch aufgezeichnet, dokumentiert. Also können wir immer wieder auf eine Datenbank zugreifen und sehen, ob die Verschraubung IO oder NIO war. IO und NIO sind Abkürzungen für in Ordnung oder nicht in Ordnung. IO gilt für eine Verschraubung, deren gemessene Anzugskräfte das vorgegebene Protokoll erfüllen. Im Zentrum der U-förmigen Produktionslinie befindet sich die sogenannte Vormontage. Hier werden bestimmte Baugruppen, wie die Vordergabel, zusammengebaut und den Mitarbeitern am Fließband zum Einbau bereitgestellt. Der Monteur schiebt die Vorderradaufhängung in den Aluminiumrahmen. Auch hier wird jede Verschraubung protokolliert. Mit einem Seitenblick auf den Monitor erkennt der Mitarbeiter, ob alle Muttern richtig angezogen sind. In dieser Montagelinie werden neben der Doppel-R noch 7 andere Motorradtypen gefertigt. Die Arbeiter bauen während einer Schicht verschiedene Modelle zusammen. Jeden Tag schaffen sie bis zu 220 Bikes. Wenn man die Produktion im Grunde genommen auslegen würde, würden wir auf eine Gesamtlänge von 130 Metern kommen. In Summe sind es 34 Grundmontagetakte. Seit 1969 werden in Spandau Motorräder gebaut. Aber bereits in den 20er Jahren wurden Motorradteile aus dem Flugmotorenwerk Berlin nach München geliefert. Damals waren Krafträder sehr beliebt und eine günstige Alternative zum Automobil. Die Branche boomte. Technische Innovationen schoben BMW auf einen der vorderen Plätze deutscher Motorradhersteller. Heute sind die Bayern der einzige große Zweiradproduzent in ganz Deutschland und stehen in harter Konkurrenz mit Japan und den USA. Im Berliner Werk werden die nächsten wichtigen Bauteile montiert. Die Hinterradschwinge und das Federbein sorgen beim Fahren für Stabilität. An Montagetakt 7 wird die Aluschwinge eingehängt. Genau wie der Rahmen wurde auch sie zuvor im Werk zusammengeschweißt. Im Fahrbetrieb lässt sie sich mit wenigen Handgriffen in der Höhe verstellen.
Das Zentralfederbein mit 120 mm Federweg ist elektronisch einstellbar und kann damit jedem Fahrbahnuntergrund angepasst werden. Mit einer Art Chirurgenklemme wird der Schlauch für die Airbox fixiert. Welcher Handgriff mit welchem Werkzeug geschieht, ist am Band genau vorgegeben. Abweichungen vom Plan sind unerwünscht. Der Mitarbeiter setzt die Airbox auf den Motor, die Lunge des Bikes. Sie filtert und reguliert die angesaugte Luft für die Verbrennung in den Zylindern. Für den nächsten Arbeitsschritt fährt die Hubsäule nach oben. Die Aluminiumschwinge ist noch leer. Das Hinterrad wird vor dem Einbau noch präpariert. Keilförmige Drehmomentdämpfer aus Hartgummi werden in die Nabe eingelegt. Sie dämpfen die Kraft beim Anfahren ab. Das Kettenritzel mit 44 Zähnen verschließt die Nabe und wird eingepresst. Die Hebeanlage schützt vor Rückenschmerzen und führt das 12 Kilogramm schwere Hinterrad passgenau in die Schwinge ein. Bei 200 Stundenkilometern rotiert der Reifen 28 Mal in der Sekunde. Die Antriebskette besteht aus hochfestem Stahl. Super hart und zugleich elastisch. Sie wird hydraulisch vernietet. Ein Großserienhersteller wie BMW verbessert auch in der laufenden Serienproduktion bestimmte Bauteile und die Elektronik. Die Doppel-R wird also ständig weiterentwickelt. Dafür benötigen die Ingenieure vor allem Daten und Erfahrungen aus der Praxis. Der Motorradbauer kooperiert deshalb mit ausgewählten Rennteams. NRT 48 ist eines davon. Auf der Rennstrecke in Oschersleben läuft ein 8-Stunden-Rennen. NRT 48 fährt mit zwei Doppel-R um wichtige Punkte in der Stocksport-Weltmeisterschaft. Den Boxenstopp hat das Team schon hunderte Male durchexerziert. Reifen wechseln, auftanken und weiter geht's. In der Stocksportklasse gibt es ein Reglement, das besonders für die Zusammenarbeit mit BMW extrem wichtig ist. Wir fahren mit einem fast seriennahen Motorrad. Also bei unserem Fahrzeug dürfen wir den Rahmen, Schwinge, Gabel, Motor, Ansauggeräuschdämpfer, also die wichtigen Teile, dürfen wir nicht verändern. Das heißt, wir fahren original Kabelbaum, original Licht, wie man das an dem Motorrad sieht. Also wir haben 90% Originalteile dran. Das heißt, von der Seite her fährt der Kunde draußen das Motorrad so wie wir. Während der Fahrt sammelt der Bordcomputer der Rennmaschine unzählige Daten. In der Box werden sie dann ausgelesen und auf dem Laptop sichtbar. Diese kryptischen Diagramme und Kurven geben den Männern Informationen über die Schwachstellen ihres Bikes. Ich schaue jetzt, wie das Vorderrad von der Geschwindigkeit abbremst, während es in der Luft ist. Also einfach, um zu prüfen, ob die Bremse freigegeben ist. Während der Saison fahren Teams wie NRT 48 hunderttausende Kilometer. Und die immer an der Leistungsgrenze der Superbikes. Ihre extremen Erfahrungen beeinflussen auch die Produktion der Berliner Motorradfabrik. Denn Software-Updates oder neue Einstellungen an Motor und Elektronik werden dort später umgesetzt. Die fertige Entwicklung aus dieser Zusammenarbeit, die fließt wieder zurück ins Werk. Wir stellen damit sicher, dass unsere Entwicklungen im Bereich Motorsport ein Open Source ist, dass jeder Kunde privat oder professionell kann auf unsere Erfahrungen zurückgreifen. Seit 2009 ist die S1000RR auf dem Markt. Bevor das Motorrad jedoch in die Großserienfertigung gehen konnte, wurde ein enormer Aufwand betrieben. Der Entwicklungsprozess dauerte mehrere Jahre. Alles beginnt 2005 mit ein paar Bleistiftskizzen. Wie kann ein neues Superbike aussehen? Leistung und Design müssen harmonieren. Sportliche Fahreigenschaften nicht nur auf der Piste, sondern auch im Alltag auf normalen Straßen funktionieren. Aus dem fertigen Entwurf entsteht ein 1:1 Tonmodell, das von nun an als Vorlage für alle späteren Scans und Einbauten dient.
Dann wird ein sogenanntes Fies-Modell gefräst. Dieses tonnenschwere Metallmuster ist die Schablone für die meisten Bauteile der späteren Serienfertigung. Parallel wird der Motor auf dem Rollenprüfstand gnadenlos an seine Leistungsgrenze gebracht. Vibrationen, Schaltverhalten und Temperaturen werden weit über die von einem Fahrer zu bewältigenden Limits gezogen. Diese Tests liefern wichtige Daten für die Entwickler. Die maximale Leistung von 199 PS erreicht die Doppel-R bei einer Drehzahl von 14.300 Umdrehungen pro Minute. Die Prototypen verbringen auch hunderte Stunden im Windkanal. Bei Windgeschwindigkeiten bis 300 km pro Stunde wird neben der Aerodynamik auch die Temperaturverteilung an der Maschine optimiert. Motor, Getriebe und Auspuff werden über 100 Grad heiß. Diese Teile können nur durch den Fahrtwind gekühlt werden. Paraffinfahnen machen die Stromlinien sichtbar. Die Ingenieure testen verschiedene Verkleidungen, bis die optimale Balance zwischen Aerodynamik und Kühlung gefunden ist. Auf der Teststrecke analysieren erfahrene Testpiloten dann das Fahrverhalten der neuen Doppel-R. Elektronische Assistenzsysteme wie das ABS und die Traktionskontrolle werden hier bis zur Serienreife gebracht. Ich versuche hier die Traktionskontrolle abzustimmen, dass man mit den gigantischen Leistungen, die der Motor hat, auch ein Fahrer, der nicht ganz so versiert ist, klarkommt, dass wenn er das Gas aufzieht aus der Kurve raus und das Heck leicht am Driften ist, dass es nicht zum Sturz führt. Dann folgen Langstreckentests auf der Rennpiste. Als die Basiskonfiguration der Doppel-R feststeht, schicken die Entwickler sogenannte R-Könige auf die öffentlichen Straßen rund um den Globus. R-Könige sind getarnte Prototypen, die in Design und Leistung den Serienmodellen entsprechen. Die spezielle Lackierung macht es schwierig, die Form des Bikes zu erkennen. Vor der Markteinführung dürfen auf keinen Fall Fotos in der Presse erscheinen. Dennoch ist alles streng geheim. Mehr als 60 Testfahrer bewegen die Motorräder auf allen Kontinenten und in allen Klimazonen dieser Erde. Das Superbike soll weltweit verkauft werden und muss bei jedem Wetter und in jeder Umgebung perfekt funktionieren. Am Ende kommen mehr als 1 Million Testfahrtkilometer zusammen. 4 Jahre nach dem ersten Bleistiftstrich kommt die Doppel-R offiziell auf den Markt. Allein in Deutschland werden jährlich bis zu 1.800 Maschinen neu zugelassen. Basispreis knapp 18.000 Euro. Im ältesten Gebäudetrakt der Motorradfabrik sitzt eine Abteilung von größter Bedeutung. Die mechanische Fertigung. Hier werden die aufwendigsten Bauteile des Motors für den Zusammenbau auf Maß gebracht. Mechanische Fertigung verlassen am Tag ca. 4.300 Teile in Richtung Motormontage. Wir stellen hier die Hauptteile Zylinderkopf, Kurbelgehäuse, Pleuel und Kurbelwelle her. Dabei werden höchste Ansprüche an die Mitarbeiter und die Hightech-Maschinen gestellt. Die Genauigkeitstoleranzen liegen im Mikrometerbereich, also dem Tausendstel eines Millimeters. 3 μ muss man sich so vorstellen, ich sag mal, ein Menschenhaar hat 70 μ. Und was man optisch mit dem Auge erkennen kann, liegt irgendwo zwischen 30 und 40 μ. Und wenn man sich dann vorstellt, dass wir auf 3 μ genau arbeiten müssen, dann ist das schon Hochleistungspräzision, sage ich mal, à la Formel 1. Eines dieser Präzisionsteile ist das Pleuel. 4 Stück gehören in jeden Motor. Sie wandeln das Auf und Ab des Kolbens in die Rotationsbewegung der Kurbelwelle um. Die geschmiedeten Teile müssen also enorme Kräfte aushalten. Der Rohling durchläuft eine Vielzahl Arbeitsschritte. Schleifen, Bohren, Fräsen und Gewinde schneiden. Bis zu 2000 Stück werden hier jeden Tag hergestellt. In der Crack-Maschine wird dann das Auge des Pleuel gelasert, um eine Sollbruchstelle zu erzeugen.
Ein Keil bricht es dann in zwei Hälften. Durch dieses spezielle Verfahren entsteht ein perfekter Formschluss. Man macht es deshalb, weil eben eine gebrochene Fläche immer eins zu eins immer super zusammengepasst. Genau das braucht man im Hochleistungsrennsport. Jedes Pleuel kommt in diese vollautomatische Messzelle. Der Roboter wiegt und vermisst das Bauteil ganz genau. Zur Erinnerung, im Motor befinden sich später vier Pleuel. Sie dürfen in Form und Gewicht kaum voneinander abweichen. Das hätte starke Vibrationen und Unwuchten beim Fahren zur Folge. Deshalb werden die Pleuel hier kategorisiert und nach Gewichtsklassen geordnet. Der Bau von Hochleistungskomponenten hat im Hause BMW Tradition. Das erste Motorrad lief 1923 vom Stapel. Von da an wurden die Krafträder immer schneller. Werksfahrer Ernst Jakob Henne erzielt 1929 auf einer BMW WR 750 den Geschwindigkeitsweltrekord. 216,75 km pro Stunde. In den nächsten Jahren holt Henne noch weitere 6 Weltrekorde für die Bayern. Sein letzter dann 1937. Mit einer BMW 500 Kompressor fuhr er 279,5 km pro Stunde schnell. Die BMW-Maschinen starten. Zeller und die Gebrüder Meier. Und jetzt los. Aber auch im Mannschaftssport engagiert sich der noch junge Motorradbauer und zeigt damit die Alltagstauglichkeit seiner Maschinen. Das BMW-Team drehte letztes Mal auf. 120, 130, 140. In der Abteilung mechanische Fertigung wird auch die Kurbelwelle des Superbikes auf den Mikrometer genau gefertigt. Die Drehmaschine bringt den geschmiedeten Rohling erst einmal in Form. Nach dem Drehen der Schwungwangen geht es für die Welle in eine Wirbelfräsmaschine. Die Lagerflächen müssen hundertprozentig rund sein, um die gigantischen Bewegungskräfte aufzunehmen. Hier werden später die 4 gecrackten Pleuel zugreifen und die Welle auf bis zu 14.300 Umdrehungen pro Minute beschleunigen. Nachdem die Zahnräder gefräst sind und alle Bohrungen für den Ölkreislauf in der Kurbelwelle sitzen, wird sie mit Hochdruckstrahlern entgratet und gereinigt. Ein vollautomatischer Waschroboter greift sich die verunreinigte Kurbelwelle. Im Inneren der Waschkammer gibt es erst einmal ein heißes Vollbad. Danach entgraten 600 Bar Wasserdruck jeden Millimeter des Bauteils. Nach einer Minute ist die Kurbelwelle blitzblank. In einem Härteofen wird bei mehr als 600 Grad Stickstoff in die Oberfläche der Welle eingebracht. Das Teil ist jetzt extrem fest, aber trotzdem flexibel. Nach dem Abkühlen wird sie geschliffen. Auch der Schleifautomat arbeitet, wie soll es auch anders sein, auf den tausendstel Millimeter genau. Pro Schicht werden in Deutschlands einziger Motorradfabrik 110 Kurbelwellen gefertigt. Zurück am Montageband. Nach 45 Minuten in der Linie sieht der Aufbau schon aus wie ein Motorrad. Jetzt wird das Bike mit Kühlflüssigkeit befüllt. Auch das übernimmt ein Automat. Die Anlage macht einen Vakuumtest, um sicherzustellen, dass der Kühlkreislauf dicht ist. Und dann wird das Fahrzeug mit dem Kühlmittel befüllt. Während das Kühlmittel fließt, kommt der Tachometer mit integriertem Bordcomputer an den Lenker. Zusammen mit dem Motorsteuergerät bilden sie das Gehirn des Superbikes und überwachen seine Funktionen.
Die Maschine hat jetzt die Hälfte der Montagelinie durchquert. Hunderte Einzelteile wurden von einem Dutzend Monteuren verbaut. Die Qualitätskontrolle stellt jetzt sicher, dass kein Teil vergessen oder falsch montiert wurde. Noch übernehmen erfahrene Mitarbeiter die Kontrollen. Sie werden aber schon heute von Hightech-Robotern unterstützt. Diese beiden Roboterarme nehmen das Bike ganz genau unter die Lupe. Hier sehen wir ein MRK Quality Gate, also Mensch-Roboter-Kooperation. Der Roboter übernimmt dann zusätzlich nochmal einzelne Prüftätigkeiten wie richtiges Hinterrad, richtige Seitenstütze und so und fragt die einzeln ab. Der Roboter vergleicht den Aufbau mit gespeicherten Fotos aus der riesigen Datenbank. Halbzeit für die Sportmaschine. Die Induktionsspulen im Hallenboden weisen dem autonomen Transporter den Weg. Mit Schrittgeschwindigkeit fährt die Doppel-R den zweiten Teil der Montagelinie an. Auf den letzten 65 Metern des Fließbandes arbeiten die Monteure an Tank, Verkleidung und Elektronik. Der Ansaugkanal kommt in die Frontpartie. Über diesen Lufteinlass atmet der Benzinmotor. Jetzt bekommt die Doppel-R auch ihr markantes Gesicht. Die Kunststoffkanzel mit der asymmetrischen Lichtanlage schaut ziemlich böse. Die Monteure arbeiten blitzschnell und zugleich hochkonzentriert. Fehler darf sich niemand erlauben, besonders nicht, wenn, wie hier, das ABS-System angeschlossen wird. Motor und Airbox sind das Herz und die Lunge der Maschine. Jetzt kommt das Gehirn dran. Über ein Datentransfergerät erhält der Bordcomputer seine Software. Das dauert einige Zeit. Deshalb bleibt das Gerät bis zum Ende der Montage mit dem Bike verbunden. Die Auspuffanlage wird als nächstes verschraubt. Für jeden Arbeitsschritt haben die Arbeiter nur ein bestimmtes Zeitfenster. Die Motorradfabrik in Berlin läuft wie ein geschmierter Motor. Und der braucht Treibstoff. Der Tank der Doppel-R fasst 17,5 Liter Benzin. Er besteht komplett aus Aluminium und wiegt deshalb nur leichte 2 Kilogramm. Die Schweißroboter haben den Tank aus 3 Einzelteilen hergestellt. Die Nähte dürfen nicht auftragen und müssen absolut dicht sein. Wie alle Bauteile, die von den Schweißrobotern kommen, werden auch diese Tanks von Menschenhand nachgearbeitet. Die Handschweißerin behandelt 50 Kraftstoffbehälter am Tag. An ihrem drehbaren Schweißtisch kann sie jede Stelle problemlos erreichen. Und ich muss hauptsächlich das machen, was der Roboter nicht schafft. Sprich, am schwierigsten sind die Röhrchen zu schweißen. Ja, und alles, was offen ist, eben halt, wo der Roboter nicht rankommt. Die größte Herausforderung für die Schweißerin ist das Aluminium, aus dem der Behälter besteht. Dessen hauchdünne Wände sind nur 1,5 mm stark. Es dürfen auf keinen Fall Schmelzlöcher entstehen. Der Tank wäre dann nicht mehr zu retten und müsste auf den Müll. Nach 10 Minuten ist dieser Kraftstoffbehälter fertig. Die Handschweißer müssen hoch ausgebildet sein, müssen wirklich viel Gefühl haben. Das ist wirklich Champions League, was wir hier machen. Jeder Tank wird anschließend auf seine Dichtheit geprüft. In einem speziellen Tauchbecken, gefüllt mit destilliertem Wasser, werden die Behälter aufgepumpt. Im Inneren entsteht Überdruck. Durch ein mögliches Loch in der Aluminiumhülle würde dann Luft entweichen und im Wasser feine Bläschen erzeugen. Der 3D-Ultraschall-Messkopf fahndet nach diesen Luftbläschen und gibt dann sein IO oder NIO. Diese beiden Kandidaten sind in Ordnung und können zur Montage freigegeben werden. Die gereinigten und entfetteten Tanks kommen auf ein Gerüst. Ab jetzt funktioniert wieder alles vollautomatisch. Die Behälter fahren in die Lackierkabine. Hier bekommen sie ihren ersten Anstrich. Nach 2 Minuten sind die 8 Tanks blau und landen dann auf dem Tisch dieser Mitarbeiterin. Sie bereitet den Korpus für die nächste Lackierung vor. Bei dieser darf die weiße Farbe aber nicht an jede Stelle gelangen. Der Bereich hier kommt das Tape
Das heißt, dieser Bereich wird weiß? Die Stellen am Tank, die blau bleiben sollen, werden deshalb von ihr abgedeckt. Die rote Schablone gibt ihr Fixpunkte zum Kleben der Schutzfolie. Diese sprüht sie zuerst mit Wasser ein, damit ihre Position nach dem Ansetzen noch korrigiert werden kann. So, mach das Tape dann nass. Ein bisschen. Setze das Tape an der Markierung. Langsam klebt die Mitarbeiterin das sogenannte Tape, also die Schutzmaskierung, auf den Tank. Dabei dürfen keine Luftbläschen oder Falten entstehen. Denn der rote Streifen bleibt später als Zierelement auf dem Behälter kleben. Die rote Folie schützt die Oberseite und die Tanköffnung beim Lackieren vor der weißen Farbe. Nach wenigen Minuten hat die Arbeiterin den Kraftstoffbehälter maskiert. Somit ist die Maskierung fertig und der Tank für die zweite Farbe vorbereitet. Dieser Tank geht jetzt mit 7 weiteren zurück in die Lackierkabine. Der Roboter sprüht sie innerhalb von 120 Sekunden weiß. Nach dem Trocknen kommt noch eine Schicht Klarlack darüber. Am Montageband wird das fertig lackierte Leichtgewicht auf das Bike gesetzt und angeschlossen. Der Tank ist nicht nur Spritspeicher. Durch seine spezielle Form gibt er dem Fahrer auch Halt in schwierigen Kurvenfahrten. Besonders auf der Rennstrecke ist das lebenswichtig. In Oschersleben läuft die Qualifikation für das 8-Stunden-Rennen. Beim Privatteam NRT 48 wird nachgetankt. Der Spritbehälter ist hier nicht serienmäßig. Wir dürfen den Tank ändern, weil wir dürfen bis zu 24 Liter haben. Also wir haben den Basistank umgeändert, der 17 Liter im Original hat. Wir fahren mit 24 Liter. Im Team gibt es eine Fahrerin und einen Fahrer. Sie wechseln alle 40 bis 60 Minuten. Aber irgendwas scheint mit dem Bike nicht zu stimmen. Also der erste Moment kam gar nichts und zum Schluss kam ein bisschen was noch. Die Informationen der Fahrer sind enorm wichtig. Die Bremse funktioniert nicht richtig. Sie muss getauscht werden. Die Männer demontieren die Bremssattel am Vorderrad und tauschen sie gegen einen neuen Satz aus. Kurz vor dem Langstreckenrennen werden an der Doppel-R noch andere Teile ersetzt. Dazu wird der Unterbodenschutz abgebaut. Auch die Frontverkleidung und der Tankbehälter kommen ab. Das Team will an den Kühler. Also wir wechseln jetzt noch mal bei diesem Motorrad den Kühler. Hat jetzt die Bewandtnis, wir haben hier einen gebrauchten Kühler dran, der jetzt schon einmal ein 24-Stunden-Rennen gefahren ist. Das ist einfach eine Routineoperation, die wir auch durchführen, dass wir immer zum Rennen immer das möglichst frisches Material oder neuwertiges Material fahren, einfach um eine Fehlerquelle auszuschalten. Bei Rennmaschinen ist der Kühlkreislauf mit Wasser gefüllt. Bei einer Beschädigung können so keine ölhaltigen Stoffe auf die Rennstrecke gelangen und nachfolgende Fahrer ins Schleudern bringen. Der alte Kühler wird durch einen neuen ersetzt. Und dann ist es soweit. NRT 48, die beiden Fahrer und die Doppel-R gehen an den Start. 8 Stunden lang fahren sie auf dem 3,7 Kilometer langen Trike um wichtige Punkte in der Superstock-Weltmeisterschaft. Am Ende hat es für den Sieg nicht gereicht. Die Erfahrungen und Messdaten dieses Wochenendes aber kommen vielen Fahrern auf der Straße zugute. Deutschlands einzige Motorradfabrik. Auch in Berlin ist man auf der Zielgeraden. Jetzt werden die 13 Verkleidungsteile des Superbikes montiert. Sie geben dem Motorrad sein unverwechselbares Aussehen. Einige Teile sind noch nicht ganz fertig. Diese Seitenverkleidung bekommt noch einen Spezialaufkleber. Der macht jedem Verkehrsteilnehmer klar, hier kommt eine Doppel-R. Wenn das Tape soweit in Ordnung ist, keine Blasen, keine Falten hat, schleife ich das meistens ein bisschen an, aber ganz leicht. Ja, und dann, wenn es fertig ist, kommt es in die Anlage für nochmal komplett Klarlack. Das Seitenteil kommt zum dritten Mal in die vollautomatische Lackierkabine.
Beim ersten Mal blau, dann weiß und jetzt Klarlack. Danach geht es zum Trocknen. Das dauert etwa eine Stunde. Im BMW-Werk Spandau werden für alle Zweiradtypen täglich 6000 Verkleidungsteile lackiert. Jedes fertige Stück bekommt dann einen Chip aufgeklebt. Zusammen mit dem Strichcode auf dem Transporttablett kann das Bauteil eindeutig identifiziert werden, egal wo es sich befindet. Bevor sich die beiden Seitenverkleidungen auf einen langen Weg machen, werden sie gescannt und im System registriert. Das Tablett fährt in das vollautomatische Lagersystem des Werkes ein. Das Transportband ist einige hundert Meter lang und geht über mehrere Etagen. Wie ein Straßennetz versorgt es bestimmte Arbeitsplätze mit den benötigten Teilen. Ziel ist oft erst einmal das gigantische Hochlager. Es ist 37 Meter hoch. Auf 18.000 Lagerplätzen warten 90.000 Bauteile auf ihre Weiterverarbeitung. Unten stürmt das fast fertige Superbike in Richtung Ziel. Es verlässt bereits die U-förmige Montagelinie. Die Maschine ist zwar fahrtüchtig, sitzt aber noch auf dem Trockenen. Das ändert sich hier. An der Station Medienbefüllung wird das nagelneue Motorrad scharf gemacht. Bremsflüssigkeit wird in Hinter- und Vorderradbremse gepresst, der Ölkreislauf gefüllt und etwas Sprit getankt. Nach etwa 4 Minuten ist die Maschine mit den grundlegenden Flüssigkeiten versorgt. Nun geht es weiter zum sogenannten Finishband. Hier erhält das Bike sein endgültiges Aussehen. Die Seitenteile, das Windschild, zwei Spiegel und das Schutzblech werden angebaut. Jetzt ist die Doppel-R fertig montiert. Das Motorrad kommt mit dem autonomen Taxi am Rollenprüfstand an. In den vergangenen 2 Stunden ist aus tausenden Einzelteilen ein Superbike der Extraklasse entstanden. Es hat eine Leistung von 199 PS, fast 1 Liter Hubraum. Mit dem 6-Gang-Getriebe erreicht es eine Höchstgeschwindigkeit von 299 km/h. Maximales Drehmoment 113 Newtonmeter. Je nach Fahrverhalten liegt der Kraftstoffverbrauch zwischen 6 und 8 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Vollgetankt wiegt die Doppel-R um die 200 Kilogramm. In ihrem bislang kurzen Leben gab es schon eine Hochzeit. Und jetzt steht sogar eine Scheidung bevor. Die Trennung vom Transportwagen ist mit einem Handgriff vollzogen. Von nun an geht es auf den eigenen 2 Rädern weiter. Der fahrerlose Wagen kehrt direkt zur Montagelinie zurück. Auf ihn wartet schon ein neuer Motorblock. Auf dem Rollenprüfstand geht es jetzt zur Sache. Der Fahrer wird die Maschine hier auf Herz und Nieren testen. Er beschleunigt auf 140 km/h und schaltet alle 6 Gänge durch. Nach einem strengen Prüfprotokoll werden alle Funktionen der Maschine kontrolliert. Bremsen, Kupplung, Blinker und Licht müssen tadellos funktionieren. Sonst wird die Maschine nicht ausgeliefert. Ob das Bike rund läuft, spüren die erfahrenen Tester nach eigenen Aussagen an ihrem Hinterteil. Im Werk gibt es 8 dieser Testkabinen, in denen an einem Tag bis zu 600 Zweiräder verschiedener Typen geprüft werden. Ein Fahrer kommt da schon mal auf 40 Testfahrten pro Schicht. Die Datenverbindung wird getrennt. Dieses Motorrad ist technisch abgenommen. Die Doppel-R ist ein komplexes Hochleistungsfahrzeug mit einem starken Verbrennungsmotor. In nicht so ferner Zukunft werden andere Antriebsarten wie Elektromotoren eine große Rolle spielen. BMW schaut deshalb schon jetzt mit einem Konzeptfahrzeug in die Zukunft und zeigt, wie ein Motorrad einmal aussehen könnte.
Emissionsfreie Antriebe auf Elektro- oder Brennstoffzellenbasis werden Standard sein. Sie klingen zwar nicht so brachial wie Verbrenner, aber ein Soundsystem könnte den Klang eines Rennboliden simulieren. In puncto Sicherheit wird sich vieles erneuern. Dieses Konzeptbike ist mit einem Gyroskopsensor ausgerüstet. Der soll einen Sturz unmöglich machen. Technisches Highlight wird aber die Vernetzung von Fahrer, Motorrad und Umwelt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Motorradfahren in der Zukunft viel mit Connectivity zu tun hat. Die Vision ist, dass alle Fahrzeuge im Straßenverkehr permanent Informationen über ihre Position und die Geschwindigkeit austauschen werden. Kollisionen wären dann vorhersehbar und könnten verhindert werden. Wo dann das Auto erkennt, dass ein Stein auf der Straße und das kriegt der Motorradfahrer sofort auf seinem Display angezeigt. Solche Dinge also, dass das Motorrad sich mit dem Pkw unterhält, sodass, wenn der Motorradfahrer übersehen wird, das Auto automatisch gebremst wird. Also diese Dinge werden sicherlich in Zukunft kommen. Assistenzsysteme wie diese Datenbrille spiegeln alle wichtigen Informationen ins Sichtfeld des Fahrers. Der Blick zum Tacho oder in den Rückspiegel entfällt. Auch Helme soll es in der Zukunft nicht mehr geben, so der Traum. Die Spezialbekleidung hat dann Airbags und Nackenstabilisatoren. Bei all den Visionen, manch ein Biker fragt sich jetzt bestimmt, wo dann der Kick herkommen soll. Naja, vielleicht steht dann in irgendeiner Garage noch eine Doppel-R rum. Diese hier ist von der Testfahrt auf dem Rollenprüfstand noch ganz heiß und kommt in einen riesigen Kühlschrank. Das Bike muss Temperatur verlieren. Die Folie der Verpackung könnte sonst am heißen Motor oder dem Auspuff schmelzen und verkleben. Nach 30 Sekunden hat die Maschine den Kühltunnel durchquert. Die meisten Motorräder gehen in diesen Mehrwegverpackungen auf die Reise zum Kunden. Das Metallgerüst wird mit Holzlatten verstärkt. Auftrag und Lieferschein antackern. Ein letzter Kontrollblick. Fertig. In 90 Sekunden umhüllt die Wickelmaschine das Transportgestell mit einer reißfesten Folie. Den finalen Abschiedskuss gibt es von der Etikettiermaschine. 3 Stunden nach dem ersten Handgriff am Montageband wird die BMW S1000 Doppel-R auf den LKW verladen. Über die Straße geht es zum nächsten Güterbahnhof, Containerschiff oder Flughafen. Das kommt ganz darauf an, wo auf der Welt Ihr neuer Besitzer auf Sie wartet. Die 130 Meter lange Montagelinie läuft unterdessen weiter. 2000 Menschen und zahlreiche Roboter produzieren Tag für Tag Zweiräder made in Germany. 800 Motorräder und Scooter laufen hier jeden Tag vom Stapel. In der einzigen Motorradfabrik Deutschlands.